So, chronologisch nicht ganz korrekt, jedoch für unsere Drogenkarriere mehr als förderlich. Hier der vierte Teil der Serie LSD, diesmal auf einem anderen Server, der uns ermöglicht, LSD abzubauen. Das Ganze geht vonstatten, indem wir in einen Sumpf gehen, dort dubiose Frösche sammeln, diese zu einer Küche bringen, diese Küche verwandelt die Frösche dann plötzlich in LSD und im Endeffekt verdienen wir eine Menge Geld mit dem Zeug. Jedoch fängt das Video genau an der Stelle an, wo wir gerade dabei sind, die Frösche an den Drogendealer abzugeben und dummerweise in den Hinterhalt von Banditen kommen, die wir am Vortag schon getroffen haben. Die Jungs scheinen jedoch nicht ganz sauber zu sein und machen uns ein Angebot, gemeinsam Laster zu überfallen. Und wie genau dieses Angebot ausgeht, nun, das seht ihr jetzt. Okay, guck mal, wir sind in einem Zwiespalt. Gerade eben hieß es noch, ihr seid Ratten. Ich zitiere dich. Ja, ich weiß. Moment, ich muss erst gucken, wie der Typ da vorne heißt. Moment, hallo! Ach, KLZ, immer kenne ich dich auch übrigens. Okay. Ist natürlich jetzt die Frage. Also ich würde schon ganz gerne den Hammock mit Ja. dir ausrauben wollen, selbstverständlich. Jetzt die Frage, Ja, wie teilen wir? ich würde jetzt nämlich nochmal losfliegen. Na, wir machen gerecht geteilt. Wir teilen das alles gerecht durch 5. Ah, okay. Oder was? Das hört sich auch super fair an. Ich flieg jetzt gucken, ob der noch da ist. Hol noch ein paar Lockpicks, falls die Sau irgendwie Scheiße macht, damit wir den auch aufgebrochen bekommen. Und ich bin gleich wieder da. Wenn ihr schon mal eine Pussy finden würdet, Wer schießt denn eigentlich gerade die ganze wäre das Zeit? super. Ich habe keine Ahnung, wer das von denen ist. Das klingt doch Das ist einer fantastisch. von uns. Ich vertraue dir nicht. Auch nicht. Ich habe auf jeden Fall den Dings gelockt, Daniel. Jo, super. So, ich gehe jetzt mal mit dem 50 Stück, gehe ich jetzt mal zum Drug Dealer. Kauf die. Was passiert? Ich komme gerade zum Ocker. Ja, mach das. Mach in der Zeit das Drogengeld oder was? Ja, mach du das Drogengeld. Aber immer wieder, nachdem du was eingetauscht hast vom Drug Dealer, direkt Ja, ja. ins ATM, ne? Ja, genau. Ach, da steht einer direkt im Bleiben Haus. stehen, Junge! Stehen bleiben! Hey, bleib stehen! Hinlegen! Liegen Boah, bleiben! Alter, ey, könnt ihr euch mal Alter, ey, könnt ihr euch mal entscheiden, hinlegen oder ich ey? schieß! Ah. Mein Gott, Mein entscheid dich Gott, doch mal, entscheid dich doch ey. mal, ey. Ja, ihr habt uns angelogen. Das ist scheiße, sowas. Was Was angelogen? angelogen? Lapp mich nicht voll, Mann! Daniel. Ja, wo sind die? Wo sind die denn gerade? Gerade auf dem Weg zum ATM. Ne, und wo wurde es aufgehalten? Ja, vom ATM. Direkt vorm ATM. Ja. Na, egal. Haben die dich gerade direkt am ATM überfallen? Ja, auf der Straße davor, also vor der Kreuzung. Wenn du jetzt rauskommst, wollen die dich auch erschießen. Du hast ja alles auf die Bank gebracht, richtig? Ja, richtig. Das war so ein klassischer Bait, ja. Wollt ihr mit uns zusammen, bla bla bla. So, was Besseres einfallen lassen, Mensch. Was? Das kann ich dir. Ja, ich sehe dich dummerweise gerade nicht. Was, rennst du zum Orca? Nee. Ich könnte zum Orca oder zum Dings laufen. Der Don Porno, Alter, der hat eine Stimme, ich weiß nicht, ey. Asozial? Ja, richtig asozial. Weißt du, als hätte er die Weisheit mit Löffeln gelutscht, ey. Jo, ich wurde angeschossen. Ich bin tot. Großes Kino, meinst du? Großes Kino. Ich hab den. Ich hab den, Bruder. Bist schon ein ganz starker Junge, ne? Ich auf der Straße zwischen den He zwei Helikoptern auf der Kreuzung, da liege ich, Daniel. Ja. Egal, ich habe das Geld auf die Bank gebracht. Größtenteils. Willst du ihn noch natzen? Ja, ich werde da jetzt noch den Typen killen, der dich gekillt hat.
Denk dran, der Typ mit dem Heli ist auch wieder da, das sind jetzt drei. Ergib dich, Mann. Oh, oh, soll ich das? Ja. Weil? Mir das lieb wäre. Warum nee. Weil? Möchtest du nicht eine Begründung abgeben? Hey! Nice. Stopp da, ja? Denk dran, zwei left. Keinen Schuss mehr, dummerweise. Waffen von den Typen nehmen? Schreib mir gut Job. Habe ich den anderen auch getötet? Jetzt zwei getötet. Okay, da war noch ein dritter. Ja. Dummerweise sehe ich den gerade nicht mehr. Und ich habe gerade alle meine Munition richtig dumm verschossen. Leider nicht hochkommen. Du kannst auch nicht abhauen, weil du keinen Schlüssel hast. Mhm. Schlecht. Jetzt. Ich habe nur eine Waffe mit 7 Schuss, dummerweise. Guter Schütze. Problematisch, ich habe gerade mehr gesprayt als gesaimt, also. Ich habe die alle aus der Hüfte umgebracht, die ersten beiden. Haben sie noch was gesagt? Good job. Mit einem ziemlich traurigen Smiley dahinter. Ja, legen sie sich mit dem Falschen an. Ja, ganz ehrlich, ey. Der dritte ist jetzt halt nur irgendwo und ich kann nicht zuordnen, wo, dummerweise. Ich habe den gerade auf dem Feld gesehen. Und der hat auch echt schlecht geschossen, aber ich habe dummerweise auch nicht getroffen. Ich habe ein komplettes Magazin an den vorbeigejagt. Das war mein Fehler. Also, hau ab. Weil ich bin halt hin und her nee, ich werde den noch töten, aber ich werde mich in Position begeben. Ja, weil deine Kumpels kommen ja schnell wieder da hoch und ich kann halt nicht hochkommen. Ich nehme jetzt so Stellung ein, dass ich das Visier von den Helikopter beschießen kann, also das Cockpit. Ich habe jetzt übrigens eine Pose gefunden, wo ich jetzt campen werde. Die nächsten 20 Minuten, bis ich einen Typen sehe. Ja, ich fahre in der Zeit hoch.
Oh, ich hätte vielleicht einmal kurz stehen bleiben sollen und zielen. Ich hatte nur so Angst und bin deswegen immer so hin und her gestraft. Ja. Und habe mehr oder weniger aus der Hüfte geschossen, über 100 Metern oder so. Und das war halt ein bisschen zu viel. Selbst für meine Armer-Erfahrung. Naja, egal, du hast schon zwei von den, wie würde Jocke jetzt sagen, die so schlecht schießen? Die sind so schlecht. Nein, Quatsch. Aber zwei von den Idioten erledigt. Ey, du hättest mal mitbekommen sollen, was die mit mir gequatscht haben, Mensch. Also sowas von asozial, also, ne, das hat, ja, weißt du, deswegen hatte ich auch keinen Bock und war auch selber ein bisschen mad zu denen, weil das hätte man ja auch irgendwie anders, weißt du, sagen können oder ein bisschen mehr RP richtig, also Richtung RP mehr geben müssen, anstatt hier, Der krasse Überfall, Alter, Land, genau, Rudi, Alter. Walla Walla, genau, wenn ich Opfer. So Leute schon höre, ich meine, ich mag die in Real Life schon nicht, die noch nicht mal richtig Deutsch können, also, weiß nicht. Dafür habe ich jetzt so eine super teure Waffe. So eine für 100.000 habe ich jetzt. Nice! So. Ich weiß nicht. Also ich warte jetzt, bis hier oben bist. Egal, wie lange das dauert. Ah, hallo Philipp! So, die Feinde sind besiegt, also keine Sorge. Bist du Polizist? Nee, nicht wirklich. Sind die Feinde also die Polizisten, oder wie? Jason, alles klar, Digga? Hi. Nee, was habt ihr denn hier veranstaltet, ey? Vorhin angegriffen. Was habt ihr denn mit den... Wir haben sie zerlegt, Alter. In der Granate haben sie rausgesprungen. Die Polizei, oder wie? Nein, solche Rebellen. Ach so, okay. Sie haben auf also uns geschossen. Ich bin Bulle, ja. Gib mir dein Geld. Bevor. Wer? Nee, bist du nicht. Wenn du noch Rebellenuniform trägst, dann hast Bulle, du... Bulle, guck mich an. Hier, vor dir. Hier, guck mich an. Gute Ziel. Gut an. Na, hab ich nichts dabei. Welcher das Geisel hier mitgenommen, oder was? Vielleicht. Ja, du bist der Geisel jetzt. Okay, ich bin der Geisel, okay. So, du musst uns jetzt Rede und Antwort stehen. Zockst du mit Daniel zusammen? Wer, ich? Zockst du mit Daniel zusammen? Ja. Welcher Daniel? Moondai. Es gibt nur. Nee. Ja? Komm schon, sag die Wahrheit. Ich, kenn zwar Moondai, aber... Wer sagt das? Die Leute hier in Sofia. Fragen mich, ob ich werde gerade gekidnappt. Nice. Hast du genug Geld? Brauchst du was? Ich hab... 100.000 wäre, glaube ich, ein guter Anfang, ne? Jo, das wäre mal ein guter Anfang, weil ich hab, wie gesagt, ich hab gerade so ein paar... Wir nehmen dich ja schon mit. Ich hab so ein paar Delivery Missions gemacht hier. Echt? Oh Gott. Aber nicht, dass ich hier noch umgebracht werde. Ich bin doch kein böser Bub. Ich tue hier ganz ehrlich meine... deswegen. Du kommst doch deswegen ins Polizeiauto. Okay. Wenn ich... irgendwo hinstellen bei den Polizisten und dann... okay, ich hab verstehe. 10.000 gedrückt, ich habe jetzt nicht mehr dabei. Ach, das danke, dankeschön, das hilft viel, weil ich habe ja, weißt ja, man muss ja eine Familie ernähren hier und die Frau meckert schon die ganze Zeit immer daheim rum. Du meintest doch, das sind deine ersten Stunden und schon ein Heli haben, oder wie? Tja, hier kann man ja schnell Geld mit Froschschenkel machen, ne? Wie viel bringt das denn? Oh, weniger als Kokain, das Falschste. Hey, das ist ein Geheimnis von mir. Ja, wir werden beschossen, meine Freunde. Ich bin übrigens getroffen. Ich hab ja gesagt, weniger als... Das ist mir egal. Jetzt am Anfang irgendwie. Ihr könnt doch nicht eure Geisel sterben lassen. Sind Daniel, warte, im Auto sind. Sind zwei. Sind das deine Jungs, die auf uns waren? Nein. Das war nicht mein Junge. Wie gesagt, ich wurde ja gerade selber hier überfallen und erschossen.
Wieso hast du dreckige Hosen? Ja, weil ich gerade angeschossen wurde. Nein, du hast dich doch bestimmt eingemacht. Gib's doch zu. Das ist ja ekelhaft, ey. Meine guten Ledersitze vom Polizeihäuser. Oh mein Gott, das ist das, was das, war das, das auch ganz bestimmt dir gehört. Natürlich. Ja, das ist meins, das hab ich zusammen repariert. Wir sind hier exzellente Hilfsscheriffe. Okay. Wir sind inoffizielle Mitarbeiter. Vor allen Dingen dann, die haben mir, ich habe ja kein Geld mit gehabt, ne? Die geben mir 10.000 und jetzt, jetzt wollen die Geld haben, weil die mich hier hingefahren haben. Und jetzt aber ich glaube nicht, dass du nur 10.000 hast. Ja, hast du doch gesehen, mehr habe ich nicht. Den Rest hat meine Frau. Weißt du, wer das ist? Hast du bestimmt auch Frau und Kinder. Ich quäle immer nur rum, die Frau bewirtschaftet das Geld. What the fuck, Schick? Wie schaffst du das? Ganz ehrlich, Alter. Du spawnst, bist direkt Zimmer. Tot? Wie viel hast du denn? Genau, ich glaube, das ist mehr als 10.000 was in der Bank. Wie hast du dich getötet? Bin ertrunken. Ah. Was hast du? Na los, Entschuldigung. Plauder mal. Na los, plauder jetzt mal. Wie viel hast du denn noch in deinem Handy drin, wenn du schon Drogen verticken wolltest? Ich? Da ist nichts mehr drin. Kann ich euch gern zeigen. Also auf der Bank? Auf der Bank, wie gesagt, ja, meine Frau bewirtschaftet unser Bankkonto. Ja, das wird sie schon verstehen, wenn du von 5 Männern hier. Ja, ich glaube, das ist jetzt ziemlich egal, weil. Das wird sie schon verstehen. Die schreit sowieso den ganzen Tag nur rum. Wie wär's denn, wenn du uns mal deinen Schlüssel gibst vom Heli? Ach komm, ich lass dich mal vor, also. Ich muss kurz raus und die erstmal schon. Jetzt wollen sie einen Heli-Schlüssel haben. Das? Keine Ahnung. Werde ich auch bestimmt nicht von hinten erschossen, so richtig räudig oder so? Natürlich, doch klar. Ah, wir lassen dich jetzt. Wo, kam da gerade Schüsse in der Stadt hier? Ja, ja. Ja, die haben mich. Danke, Jungs! Haut rein! 2, 1, what the fuck? Wie haben die jetzt gerade jemanden erschossen oder was? Ne, so ein Pornoboot gegrödelt. Ja, jetzt gerade in der Stadt hier, nee, oder wo? Nee. Die haben gerade auf mich geschossen. Ja. Die hauen ab. Die haben mich hier freigelassen, Daniel, und ich laufe jetzt zum Helikopter. Nun denn, leider ist mein Plan nicht ganz so in Erfüllung gegangen, wie ich mir vorgestellt hatte. Und der Mann ist doch nicht zum Helikopter gegangen, hatte ich stattdessen klammheimlich aus der Stadt davon gemacht. Ich für meinen Fall bin in den Helikopter eingestiegen, beim guten Hoff, und wir hatten uns überlegt, dass wir jetzt auch mal einen Hinterhalt starten. Wir haben uns also auf den Weg gemacht auf die Südinsel, dort war auch ein Drogendealer, und den wollten wir mal so ein bisschen bekämpfen und einmal, wie die ganz, ganz bösen Buben, einfach Leute beklauen. Sag mal, nur so nebenbei, hört ihr gerade auch einen Fliegeralarm? Ja. Woher kam der? Keine Ahnung. Was? Der kam nicht. Blickst du gerade? Blickst du gerade, Chris? Nein, nein, nein. Da kommt ein Flug. Da kommt ein Helikopter. Wo kam der Fliegeralarm gerade her? Keine Ahnung. Daniel, mach okay, dich bereit. Okay, okay, ja, ich bin bereit. Hä? Ich glaub fast da, Leute. Andi, bist du bereit? Ja. Nein, scheiße, Leute. Andi, stell schon mal auf Direct Communication. Hab ich. Okay. Mehr als einen Heli? Daniel, der läuft zu dir hoch. Okay. Das ist nur einer im Ghillie-Suit. Nur ein einziger? Ja, okay, der hat gerade abgesucht. Okay, er läuft zum Dealer. Andi, der kommt bei dir zur Tür rein. Der kommt zu dir zur Tür rein. Ne, er läuft jetzt. Er läuft hier alles ab. Nur einer? Ja, ist nur einer. Ich hab jetzt auch Sniper-Sicht. 250 Meter. Hast du Lockpicks dabei? Da kommt noch einer. Ey, leider nicht. Der legt sich hin. Der hat sich auf die Lauer gelegt. Ah, okay. Ja, dann wollen die vielleicht auch einen Hinterhalt machen.
Ja, was? Was machen wir jetzt? Ja, ich bleib hier oben. Scheiße. Da kommt der große Orca. Fuck. Jo, mach ich jetzt. Ja, bleib easy, bleib easy. Du weißt, wo der auf der Lauer liegt, ja? Nee, der ist aus meiner Sichtweite. Der ist rechts von mir am großen Stein. Ach du Scheiße. Du hast Sniper-Sicht, ja? Ja, ja, ich hab volle Sicht. Okay. Ich wechsle jetzt noch meine Position. Aber, ja. Oh, der Andi sitzt ja ganz alleine drin. Ja, Andi, ne? Falls was schief geht, sag Bescheid, dann fangen wir an zu schießen. Okay, einer ist ausgestiegen. Okay, kannst du mir sagen, falls einer meinen Turbo kommt? Weil das ist gerade ein bisschen ängstlich für mich. Geht jetzt bezahlen. Nein, er geht jetzt bezahlen. Okay, okay. Geh wieder zum Helikopter, hol die restlichen Sachen raus. Andi, du stürmst einfach gleich raus. Wenn der andere Typ auf dich schießt, dann hol ich mir den. Ja. Was hat denn der angehabt? Ein Ghillie-Suit. Beide haben Ghillie-Suit an. Ihr seht aber den ersten nicht mehr, ne? Nee, ich weiß aber, wo der ist. Der müsste bei dir ungefähr sein. Jetzt im Berg hoch, wenn du berghoch kommst, dann müsste der irgendwo sein. Wenn Vorsicht, Alter, ist. Du bist ja quasi schon da, wo der Typ irgendwo sein müsste. Ja, ja. Jo, Andi. Sollen wir nicht langsam zugreifen? Ja, Andi, los. Überfall. Oder andere ist wieder in den Heli eingestiegen. Sag Überfall, sag Überfall, Andi. Andi, Überfall! Andi! Überfall! Was im Heli? Was im Heli? Ich hab geschossen. Was im Heli oder wir schießen? Das ist ein Überfall! Sag ihm auf dem Boden, ja, auf dem Boden. Auf dem Boden, auf dem Boden, auf dem Boden. Und auf den Boden. Auf den Boden und die Waffe droppen. Waffe droppen. Leg die Waffe hin. Warte, der eine hat sich ergeben. Der eine hat sich ergeben. Ich hätte ihn abschießen sollen. Verdammt. Hau ihn nieder mit Shift G und fessel ihn. Ich glaube zu dem anderen Typen, gucken, was der noch hat. Mhm. Was wollt ihr? Grüß dich! Wie ist dein Name, mein Freund? Bornfree. Hey, Bornfree! Wir wollen dein Geld! Nichts weiter! Wir wollen keinen Ärger! Also, sorry, dass wir einen Kollegen töten müssen, aber der hatte einen nervösen Zeigefinger. Tut mir leid. Ja, ist in Ordnung. Darf ich meine Waffe aufheben? Zur Zeit noch nicht, Bornfree. Nein, Bornfree. Leider nein. Tut mir leid, das können wir dir nicht erlauben. Ich mache einmal Teamspeak leiser, einen Moment. Okay. Teamspeak ist aus. Okay, folgendermaßen. Ist das okay, wenn ich die Waffe aufhebe? Bornfree, lass die Waffe bitte da liegen. Wir müssen sicher gehen, dass du keinen Mist baust. Es wäre nett, wenn du deine Kleidung und deine Weste ausziehen könntest, genau wie deinen Rucksack. Und dann kannst du deine Waffe aufheben. Okay, wir müssen nur sicher gehen, dass du keine Munition da drin hast, okay? Da ist trotzdem ein Magazin in der Waffe. Ja, das kann er herausnehmen und auch im Boden legen. Wie viel Geld wollt ihr haben? Wir würden gerne dein ganzes Geld haben, wenn das in Ordnung wäre mit dir. Dein ganzes Geld oder dein Leben? Es tut mir sehr leid. Wir überlassen dir aber deine Waffe, keine Sorge. Auch wenn das eine sehr, sehr teure Waffe ist. Und auch wir Donator sind. Es war nicht sehr freudig, dass dein Kollege uns umbringen wollte, beziehungsweise uns umgebracht hat. Das können wir leider nicht so ganz durchgehen lassen, weißt du? Wir sind ein bisschen ungehalten, was die Sache angeht. Der Typ hat mir 500.000 gegeben. Der hat zuerst geschossen. Ja, wir haben auf den Main-Rotor geschossen, nicht auf euch. Ja, aber sind ja Schüsse gefallen. Ja, wir wollten auf jeden Fall euch nicht töten und das haben wir auch nicht gemacht, deswegen. Gut, jetzt habt ihr 500.000, damit habt ihr ja... Raub ihn mal bitte raus. ...auch immer gestorben ist die Ausrüstung ja auf jeden Fall drin. Okay. Also Bornfree, nochmal. Kleinen Moment. Ich komme mal runter. Hast du ihn schon ausgeraubt? Nee, hat er nicht. Er hat nur das Geld gegeben. Andi. Ja, ausgeraubt. Das Geld ja, hast ihn aber auch mal umgehauen und mal gerobbt. Das ging irgendwie nicht. Probier's nochmal aus. Der muss dafür Knockout sein, ne? Unliegen.
Wie ist das, wenn ich das so einmal 2 umgestellt habe? Was muss ich da machen? Schiff G, Schiff G. Geht nicht. Doch, sollte eigentlich gehen. Nee. Geht nicht. Hier liegt übrigens Munition und eine Waffe. Ja, ja, das ist meine. Ich hab die gewechselt. Ich hab jetzt ja auch die AMK-18. Meine müsste da auch noch liegen. Das bist du gestorben? Ja, ich bin gestorben. Der Typ hat direkt geschossen. Born free. Ja. So, folgendermaßen. Zieh mal bitte dein Ghillie-Suit aus. Warum das denn? Weil wir gerne dein Ghillie-Suit hätten. Ich könnte Night Vision abnehmen. Nur so nebenbei, ne? Hört ihr auch diese lauten Geräusche die ganze Zeit? Das war ich aus Versehen. Ich habe ja Tastatur geändert und habe die Smoke-Granaten aus Versehen geworfen. Achso, okay. Okay, weißt du was? Ich kann irgendwie den Ghillie-Suit nicht nehmen. Okay, alles klar. Zieh den Ghillie-Suit wieder an. So, Born Free, wie viel Geld hast du noch dabei? Fragen wir dich mal so ganz unverfangen. Okay. Weißt du was, ich glaub dir einfach mal und eigentlich ist das ja alles ganz zivil abgelaufen. Verzeihung für die ganzen Unannehmlichkeiten, die du entgegennehmen musstest, schnapp dir deine Waffe und tu dir selbst und uns bitte einen Gefallen und benutze diese Waffe nicht gegen uns, nachdem du sie aufgehoben hast, okay? Ja. Soll ein Helikopter einsteigen und losfliegen. Genau, und steig ein, flieg los. Ist der Helikopter beschädigt gewesen? Ja, ist kaputt. Okay. Schade, dass wir uns so kennenlernen müssen, Born Free. Auf Wiedersehen.